Mit welchem Wagen fahren wir eigentlich nach Italien? Ganz einfach. Weißt du, Beste, was am besten läuft, ist dein, hat dein Audi. Ach, glaube ich. Hier. Und vor allen Dingen der Quattro, Mani. Der bleibt hier schön in der Garage. Warum denn? Das Ding rennt durch. Ach, Jungs, streitet euch nicht. Wir haben nur den schönen Rekord. Den B-Rekord. Ach, den alten. Den roten. Das ist eine Erinnerung am Vaterchen und so weiter. Wenn wir die Tour machen, nehmen wir den. Jungs. Meinst du, der schönen hält, Wohnwagen der haben hält das wir durch? Ach, Uwe. Ein Rekord B hält doch immer durch, Mann. Das sind einige Kilometer. Ja. Ich bin ja mal gespannt, wie der drunter aussieht. Vorsichtig hoch. Moment, langsam. Langsam. Vorsichtig nach hinten ziehen. Ja, Manni, so sieht ein Auto aus. Jetzt bin ich. Nein. Jetzt will ich sehen, was da drunter steckt. Ob da eine gute ganz Halten vorsichtig ist. Vorsichtig. Schüben! Manni, reich! Oh. Ach, komm her. Ich halte schon mal, Manni. Ach, nee. Ja, komm! Ja. Ja, er stand auch noch. Oh, das riecht richtig geil, Manni, wie früher noch. Da ist mal eine ganz andere Welt, eine ganz andere Zeit wieder zurückgestellt. Aber sauber laufen tut er im Prinzip. Aber so viel Wasser brauchst du auch nicht verbrauchen. Doch, viel Wasser bedeutet weniger Kratzer. Bist du schon so ein Kratzer. Und Feuer frei. Komm, nicht ganz so schnell. Hey. Jetzt kannst du wieder Gas geben. Ja, jetzt geht's bergauf. Wir müssen richtig anstrengen, du Held. Ja, aber das geht nicht ganz so. Nee. Tja, das Mutti-Vaterchen. Schön, gell? Das ist ein Liebespaar. Peter. Ja, hm? Ich glaube, wir kommen doch mit nach Italien. Willst du mich verarschen? Das ist wirklich wahr mit euch, mit Vati und Mutti. Das finde ich gut. Da freuen sich auch Mutti, Vati und wir freuen uns auch. Günther, endlich mal mit. Erleben, was Mutti erleben wollte. Und nach so einer langen Zeit, du kommst wenigstens mal aus der Bude raus. Ha! Güntherchen, in Italien können wir so viel erleben. Du wärst mit mir. Der Wagen ist abreisebereit. Jungs, loslegen. Fertig. Ach, Jungs, Uwe, Manni, noch was viel Besseres. Was denn? Nach 40 Jahren will der Günther mitfahren. Wirklich? Doch, nach 40 Günther, Jahren. Doch, was? Günther. Doch, ich fahr mit nach Italien. Echt? Ja. Hey, Hand drauf. Komm mal, Digga. Das ist gut. Manni, bevor es sich anders überlegt, komm schnell. Zieh mal in saubere Klamotten. Günther, du machst dich auf. Wir hauen direkt ab. Der Wagen wartet nämlich schon. Ah, das geht rund. Vier Brüder nach Italien. Oh ja. Vati Mutti ist auch dabei, die musst du mitbringen. Ja, und ich vermute die Oma und die Monika auch noch. Das wird sie auch. Ja. Vier schwere Westermänner sind nach Italien unterwegs. Jawohl! Ach, nee. Weißt du, wer das Lied gesungen hat? Nee. Conny Fröbe. Er war da. Sie. Ja. Conny ist an der Flaume. Conny war gut gewesen. Uwe, unsere Zeit. Ja. Mach auch durch die Schweiz? Ich glaube, Schweiz oder Österreich. Irgendwie musst du rüber. Österreich, ja. Österreich, ja. Man kann in verschiedene Richtungen über die Alpen. Wir fahren über die Alpen? Ja. Eine Straße über den Berg drüber, wa? Ja. Und Jungs, ihr seid doch alle munter da hinten. Ja, wie der eins. Munter geworden, wa? Ich war munter. Für mich ist aber nur, ich sag, Uwe, nach über 20 Jahren nur Telefon. Du bist nur nach Dernbach Telefon. Abends nach Hause. Fertig gemacht, was zu essen, Fernsehen. Und das jeden Tag und über 20 Jahre lang, Uwe. Ich habe mir gedacht, wohl. Oder dass ich es doch mitgemacht habe. Ja. Ist interessant.
Bäume. Keine Bäume. Sondern die normal. Der hat aber zu kämpfen. Uiuiui, da kriegt man hoch. Schafft es kaum. Das stimmt aber gar nicht. Nee, der wird warm. Der wird immer reifer. Mit dem wird man mehr drauf werden. Wie quant, da stimmt man wieder hinzulegen. Boah, war aus, die Maschine ist zu warm. Mut schnell aus, Mutter. Der ist überhitzt. Alle raus, Mann. Boah. Komm erstmal raus, der Quant innen und aus, da ist keine Luft mehr drin. Alle raus, Jungs. Der ist heiß, bis zum geht nicht mehr. Boah. Da kommt zu, Mann, du machst ihn wieder hoch. Der kocht. Ich gehe jetzt noch nicht runter. Nein. Will ich direkt aufmachen, knallt es gleich runter. Ach, hör mal. Guck mal an. Ja, verpasst. 2094 Meter hoch. Spaß! Spaß! Ja! Du Drecksack. Cool, kalte Finger. Erstmal abkühlen lassen. So. Aber man kann sich die Finger wenigstens wärmen. Vorteil hat's auch. Ah, Uwe, ist mir etwas kalt. Weißt du, Okay. Wir lassen den Wagen mal etwas abkühlen. Ja, anders geht er nicht. Ja. Oh. Erstmal abkühlen, dann passiert nachher noch was. Ja. Wisst ihr was, Jungs? Wärmer noch eine Minute. Ja, lass abkühlen, ich geh mir eine rauchen, ja? Hast du noch ein bisschen Wasser da, Manni? Guck, ich mach nach. Und wenn es nur Getränke ist, Getränkewasser, ich tue mir ein bisschen warm noch. Pia, setz dich rein, drin ist kühler. Oh. Der läuft. Ferne Tiefe geht es runter. Nicola. Oh, du kriegst mir ein bisschen gut. Die Luft. Guck dir das mal an. Hey, Jungs, wisst ihr was? Ja. Wir gucken uns die Sache mal an jetzt. Ja. Es war so schlecht, das Wetter. Schnee, Regen. Kommt am Meer an. Sonnenschein. Komm, Jungs, raus hier! Ist der, Jungs! Manni und Uwe wollen einen neuen Bodenbelag für das Büro aussuchen. Während Peter und Günther versuchen, es sich auf der Baustelle gemütlich zu machen, gehen Manni und Uwe weiter auf Shoppingtour. Wir haben noch einiges zu tun, oder? Ja, auf jeden Fall. Und wisst ihr, was wir gleich machen? Wir fahren direkt beim Baumarkt vorbei. Richtig. Tapetenrollen zum Testen, welche am besten zu unserer Wand passen. Hast du recht. Auf jeden und Fall. Und Kleister. Ja, und wir müssen gucken, ob wir die Tischdecken noch haben, weil die Tische auch sauber sind, Manni. Ja, gut. Was ist denn da los? Einer hat den Wohnwagen geöffnet. Ah, lecker. Ja. Was machst du hier? Ja. Ist spannend, jo, oder was? Ist spannend, Scheißdreck. Wegen euch quäl ich mir. Ich hab mir so abgeschlossen. Ich bin hier in unserem Wohnmobil, also ja. Wohnwagen, wo auch koche, was zum Essen in die Küche geht, doch überhaupt nicht. Wir sind an Renovieren. Ja. Da Manni und Uwe müssen ihr Schlachtwerk unterbrechen, um gemeinsam mit Peter endlich einen würdigen Ersatz für die Blümchenmustertapete zu finden. Skeptiker Günther will damit nichts zu tun haben. So, dann werden wir gucken, ob wir Tapete kriegen. Ach Jungs, immer geradeaus durch, Manni, dann gucken wir uns das mal an. Ach ja. Ich muss
muss aber direkt am Anfang den Leim anrühren, sonst wird er nicht steif. Das musst du machen, weil er jetzt. Der muss richtig cremig werden. Haargenau. Aber Probleme. Haargenau. Mann, ich wisse was. Wir machen jetzt Feierabend, Frau Günner. Ich nehme heute den Opel Rekord vor. Nein, ich fahre euch nach Hause. Ich brauche einen Rekord zum Einkaufen noch. Da muss ich morgen mal wieder abholen, wa? Komm, zieh dich um. Ich zieh mich um, Günther, und du machst mir den Rauchen fertig, wa? Das legen wir nämlich gleich los. Bis morgen, Günther Lein. Schönen Abend noch. Mach's gut. Bis morgen, schönen Abend. Grüß dich, Karin. Ne? Karin, danke. Okay, mach's gut. Tschüss. Während Peter für den nächsten Morgen das London Cab organisiert, bringt Manni, Günther und Uwe noch einmal im Familienrekord nach Hause. So, Manni, sehen wir uns morgen, wa? Ciao, bis morgen. Ciao. Schönen Abend noch. Auch schönen Abend.